Wenn man sich heute alle Teile dieser PlayStation 3 Videospielreihe kaufen würde, dann müsste man dafür 250 Euro hinlegen. Das schauen wir uns mal näher an. Abfahrt! What is up, YouTube? Und seid herzlichst willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns eine PlayStation 3 Spielereihe an, die tatsächlich richtig teuer ist. Die Rede ist, ihr habt es natürlich am Thumbnail erkannt, von Harry Potter. Nein, nur Spaß, wir reden natürlich von Spider-Man. Aber Harry Potter ist tatsächlich auch nicht zu unterschätzen, wenn es um die PlayStation 3 Spiele und deren Preise geht. Die Spider-Man-Spiele für die PlayStation 3 sind zwischen 2007 und 2014 in ganzen 6 Teilen erschienen. Und wenn ich jetzt Teile sage, meine ich keine zusammenhängende Story. Nee, es sind tatsächlich 6 einzelne Teile, die zum Großteil auch auf den Filmen jeweils basieren, die damals im Kino liefen. In diesem Video geht es nur um die Hauptreihe. Es geht also nicht um irgendwelche Spin-Offs oder andere Spiele, wie zum Beispiel die Ultimate Marvel Alliance. Die lassen wir außen vor. Alle Preise, die ich in diesem Video vorstelle, habe ich selber recherchiert. Ich habe dafür aber nicht nur eBay genommen. eBay geht ja nur 2-3 Monate zurück, 90 Tage um genau zu sein, wenn man bei verkauften Auktionen guckt. Nein, ich habe zusätzlich die Erweiterung TerraSpeak benommen. Mit TerraSpeak kann man bis zu 2 Jahre zurückblicken und das sollte uns doch einen sehr guten Überblick über die Preisentwicklung der Spider-Man-Spiele für die PlayStation 3 geben. Genug Vorgeplänkel, lasst uns direkt loslegen. Wir machen das Ganze chronologisch und fangen somit mit Spider-Man 3 an. Das Spiel erschien ursprünglich 2007. In Spider-Man 3 können wir als Spieler storybasierte Missionen in beliebiger Reihenfolge abschließen und das Leveldesign ist von anderen Open-World-Spielen der damaligen Zeit inspiriert. GTA 3 wäre da das prominenteste Beispiel. Die Geschichte des Spiels wiederholt die Haupthandlung von Filmen mit einigen kleineren und größeren Ausnahmen. In einem Satz zusammengefasst, Peter Parker kommt mit einem außerirdischen Organismus in Kontakt und dieser macht ihn sehr reizbar und stärkt seine Feindseligkeit. Spieler haben so jederzeit die Möglichkeit, den schwarzen Anzug der außerirdischen Lebensform namens Symbionte zu beschwören. Dieser erhöht dann die Stärke und die kraftvollen Angriffe von Spider-Man machen tatsächlich doppelt so viel Spaß. Aber Vorsicht, man kann diesen Anzug natürlich nicht die ganze Zeit tragen. Je länger du das Ding trägst, desto mehr hast du so einen Korruptionsmeter, was hochgeht und du möchtest ja kein böser Spider-Man werden. Und am Ende wirst du dadurch nicht nur böse, sondern ja, Peter Parker stirbt sogar, wenn man diesen Anzug zu lange anlässt. Das Spiel hat sich in den letzten 2 Jahren ganze 55 Mal bei eBay Deutschland verkauft. Hierbei wurde ein Durchschnittspreis von knapp 24 Euro erzielt. Das günstigste Angebot wurde per Auktion verkauft und hier hat das Spiel im Sommer 22 mal gerade 10 Euro gekostet. Das teuerste Exemplar, was sich in den letzten 2 Jahren verkauft hat, ging für 50 Euro über den virtuellen Ladentisch. Die Kopie war allerdings neu und sealed. 2008, also nunmehr vor 15 Jahren, kam Spider-Man Web of Shadows auf den Markt. Und ganz ehrlich, wenn ich mir alle 6 Spiele auf der PS3 angucke, ist das tatsächlich das unterhaltsamste Spiel. Das Leveldesign, die einzigartigen Kämpfe und die ordnungsgemäße Umsetzung eines Moralsystems machen Spider-Man Web of Shadows meiner Meinung nach zu einem echt hervorragenden Spiel. Das Spiel ist nicht nur gut, sondern scheinbar auch selten und recht begehrenswert. Derzeit wird Spider-Man Web of Shadows ganze 6 Mal bei eBay Deutschland angeboten. Einmal gegradet für 850 Euro und dann für uns Normalsterblichen als gebrauchte Version geht's bei so rund 60 Euro los. Und das ist meiner Meinung nach schon eine ganz schöne Ansage für ein PlayStation 3 Spiel. Verkauft hat sich das Spiel über die letzten 2 Jahre ganze 32 Mal. Und hier liegt der durchschnittliche Verkaufspreis doch relativ nah an den 60 Euro, wie es derzeit angeboten wird, nämlich bei so rund 50 Euro. 2010 kam dann Spider-Man Shattered Dimensions auf den Markt.
Das Spiel hat jetzt schon echt ein paar Jahre auf dem Buckel, aber wenn du mich fragst, macht es total Laune, weil du die ganz vielen unterschiedlichen Spider-Man-Versionen spielen kannst. Der Spieler übernimmt somit die Kontrolle nicht über einen Spider-Man, nicht über zwei, nicht über drei, nein, über vier verschiedene und einzige Spider-Man aus den unterschiedlichen Realitäten. Der klassische Spider-Man kehrt zurück und das ist auch der, den wir als erstes spielen dürfen. Als die Tafel der Ordnung und das Chaos während eines Handgemenges zwischen Spidey und Mysterio, einem Bösewicht, zerbricht, beginnen die Realitäten nämlich zu verschmelzen. Spider-Man wird dann beauftragt, die Fragmente der Tafel wieder zu beschaffen. Spider-Man aus dem Jahr 2099 spielt als nächstes eine Rolle, um ein Fragment von ein paar Bösewichten wiederzubekommen. Spider-Man Noir, eine düstere und ja ein bisschen grüblerische Version von Spider-Man, der spielt in so einer Steampunk-Ära, ja, der kriegt dann auch den Auftrag, ein weiteres Fragment zu finden. Letztendlich geht Ultimate Spider-Man auch auf die Jagd auf Schurken, um eben die Tafel der Ordnung wieder zusammenzukriegen. Was ich an dem Spiel total cool finde, alle vier unterschiedlichen Spider-Man haben eine etwas andere Spielweise und das Level-Design ist auch jeweils an die unterschiedlichen Fertigkeiten ziemlich gut angepasst. Scheinbar bin ich übrigens nicht der Einzige, der diese Meinung hat. Das Spiel ist tatsächlich ziemlich selten und gar nicht so einfach zu finden. Wenn man derzeit bei eBay guckt, findest du das Ganze dreimal. Einmal ist die US-Version, die ist tatsächlich sehr, sehr teuer, und die zwei PAL-Versionen gehen bei so 65 Euro los. Entsprechend der Seltenheit wurde dieser Spider-Man-Teil auch nur viermal in den letzten zwei Jahren verkauft. Hier ging es allerdings schon um 40 Euro los. Zeigt mir aber wieder, das ist ein recht seltenes Spiel, sehr selten angeboten, sehr selten verkauft. Wenn man das mal durch Zufall irgendwo findet, sollte man es für einen günstigen Taler natürlich mitnehmen. Spider-Man Edge of Time kam 2011 für die PlayStation 3 raus. In einem Abschnitt spielen wir den klassischen Spider-Man, also Peter Parker, und im zweiten Abschnitt schlüpfen wir in die Fußstapfen vom Spider-Man 2099. Klar, die Rede ist von Miguel O'Hara. Edge of Time ist nicht ganz so selten wie die zwei Teile zuvor. Hier reden wir von 28 verkauften Angeboten bei eBay Deutschland in den letzten zwei Jahren. Der Durchschnittspreis für das Spiel lag bei 42 Euro. Die Verkaufspreise haben eine Verkaufsspanne von 25 bis 102 Euro. Und klar, ihr habt's euch gedacht, das Spiel über 100 Euro war natürlich neu und sealed. Zum jetzigen Zeitpunkt wird das Spiel ganze fünfmal bei eBay Deutschland angeboten. Ein Exemplar davon ist allerdings Disc-only. Die anderen vier Angebote liegen allesamt so bei rund 60 Euro aufwärts. The Amazing Spider-Man kam 2012, also vor mehr als 10 Jahren, auf der PlayStation 3 raus. Und The Amazing Spider-Man schafft es mühelos, dir wirklich das beste Spider-Man-Open-World-Erlebnis zu liefern. Gut, bis die PS4-Version kam, aber die gab es in 2012 ja nicht. Das Kampfsystem in dem Spiel ist wirklich herausfordernd und macht richtig Laune. Zusätzlich gibt es noch ein cooles Tracking-System, wo du in den Abwässerkanälen der Stadt Dinge aufspüren kannst. Das Spiel ist alles andere als selten. Es hat sich in den letzten zwei Jahren nämlich ganze 57 Mal verkauft. Der Durchschnittspreis hierbei lag bei gut 20 Euro. Das teuerste Exemplar lag bei gut 50 Euro und klar, das war natürlich neu und sealed. Das günstigste Exemplar übrigens ging im September 2022 über die virtuelle Ladentheke und hat da in einer Auktion 12 Euro eingespielt. Schauen wir uns die jetzigen Angebote bei eBay Deutschland an, startet das Spiel bei so rund 20 Euro. Und das entspricht tatsächlich fast 1:1 dem Durchschnittspreis, den das Spiel in den letzten zwei Jahren erzielt hat. The Amazing Spider-Man Teil 2 und oh nein. Ein Nachfolger eines sehr erfolgreichen Spiels und ein Spiel, wo ich persönlich sage, wenn das nicht sogar das schlechteste Spider-Man-Spiel für die PS3 ist. Zu sagen, ich habe mich damals betrogen gefühlt, als ich das Spiel auf der PS3 erstmalig gespielt habe, ja, das wäre fast schon eine Untertreibung. Das Spiel erschien gleichzeitig mit dem Kinofilm.
aber die Verbindungen sind so vage und so skurril teilweise, dass man ihn eigentlich nicht wirklich mit dem Kinofilm vergleichen kann. The Amazing Spider-Man 2 hat meine Vorstellung damals von Spielen zu Filmen sind oftmals nicht gut, weil sie nicht zum Film passen, ziemlich verfälscht. Der Grund nämlich, warum mir dieses Spiel nicht gefällt, sind wirklich die zahlreichen Fehler im Spiel und es wirkte irgendwie halbgar und nicht fertig, als es released wurde. Das Spiel erweckt irgendwie den Eindruck von, hey, der Kinostart von Spider-Man ist in 2 Wochen, seid ihr fertig mit dem Spiel? Nein? Egal, lass rausbringen. Amazing Spider-Man 2 hat sich in den letzten 2 Jahren trotzdem ganze 46 Mal verkauft. Hierbei hat das Spiel einen Durchschnittspreis von rund 24 Euro erzielt. Günstigst ging das Spiel im Juli des letzten Jahres in einer Auktion, also wieder kein Festpreisangebot, für 12 Euro raus. Wie auch schon bei den Vorgängern ist das teuerste Angebot ein neues Spiel, was sealed ist. Dies ist für ganze 60 Euro verkauft worden. Günstigst angeboten wird das Spiel zum jetzigen Zeitpunkt für 20 Euro. Das ist nicht schlecht, denn der Durchschnittspreis von den aktuell 17 aktiven Angeboten zu dem Spiel liegt bei über 30 Euro. Und damit haben wir alle 6 Teile von Spider-Man für die PlayStation 3 durch. Im Fazit: scheinbar setzt sich hier Qualität durch, das ist mal neu, oftmals sind ja schlechte Spiele sehr teuer, aber in dieser Serie ist es tatsächlich so, dass die guten Teile scheinbar auch die selteneren und die teureren Teile sind und die Teile, die vielleicht nicht so spielenswert, etwas günstiger über den Tisch gehen. Aber ja, wenn man die ganze Serie nun mal so ins Regal stellen will, dann muss man in Summe rund 250 Euro derzeit zahlen. Und das ist für 6 PlayStation 3 Spiele schon ein ganz schöner Batzen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug in die Spider-Man-Welt und die entsprechende Analyse gefallen. Wenn ihr noch andere Serien habt, und das muss jetzt nicht ausschließlich für die PS3 sein, die wir mal zusammen analysieren und uns genauer angucken sollten, dann schreibt das doch gerne da unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Wir sehen uns hoffentlich schon bald zu einem neuen Video. Bis dahin, bleibt gesund, euer Lario.